Wir wurden heute am Donnerstag gegen 16:45 nach Oelsnitz alarmiert zum Verkehrsunfall Pkw gegen Zug. Die Lage hat sich soweit bestätigt. Es hat hier also ein Verkehrsunfall stattgefunden zwischen einem Zug und einem Pkw auf dem Bahnübergang. Der Zug hat dabei den Pkw ca. 50 Meter vor sich hergeschoben und sich mit dem Pkw verkeilt. Bei unserer Ankunft war der Fahrer des Pkw noch im Fahrzeug eingeklemmt. Wir haben dann den Fahrer über die Beifahrerseite aus dem Fahrzeug gerettet. Leider ist dieser hierbei verstorben. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten. Wir müssen also mit hydraulischem Rettungsgerät hier das Fahrzeug und den Zug trennen, um dann beides abtransportieren zu können. In dem Zusammenhang möchten wir gerne mal darauf hinweisen, dass geschlossene Bahnübergänge unbedingt zu beachten sind. Also wenn der Bahnübergang die Schranken nach unten gegangen sind und das Andreaskreuz rot zeigt, dann bitte auf keinen Fall über die Bahnübergänge gehen. Die Züge haben zum einen unheimliche Kraft, zum anderen extrem lange Bremswege und sowohl Pkw-Fahrer als natürlich auch Fußgänger da gegen einen Zug keine Chance.